So, zwei weitere Blagen eingesammelt. Weiter geht's. Also nichts gegen euch Zuschauer. Ihr seid vielleicht auch hin und wieder noch ein paar Schüler. Euch mag ich. Ihr seid ganz nett. Also zumindest die, die regelmäßig Videos gucken und hin und wieder auch kommentieren. Also zum Beispiel Dings hier. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen, aber klingt so ähnlich wie Soßen-Iron. Ich weiß auch nicht, wie man den ausspricht. Legt euch doch mal Namen zu, die man aussprechen kann. Sowas wie Heinz oder Hannes oder was weiß ich. Von mir aus auch Yoshi. Also wie das Ding bei Mario, das Dinosaurier-Ding da. Yeah. Tok. Tok. Pam. Mal ordentlich den Bus weggehauen. Ja, aber wir müssen hier längs. Und ich glaube, wir müssen auch wenden, kann das sein? Weil im Endeffekt fahren wir jetzt hier durch. Und dann ist da irgendwo... Ja, die habe ich jetzt wahrscheinlich die Vorfahrt genommen, du kleiner Sack. Ah ja, hier. Ups, 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 ups. Nein, Moment. Wir müssen hier weiterfahren. Da kommen wir später erst raus. Was ist denn das? Ich bin jetzt total verwirrt gerade. Ich dachte, wir müssen... Gut. Aber ich glaube, ich habe für das nicht ohne Blinker die Spur wechseln. Ja doch, minus 10 plus 10 gleicht sich aus. Och nö, was ist das für eine Schlängelstraße? Können wir da nicht einfach die Abkürzung nehmen übers Feld? Man sollte auch lenken und sich nicht quasi zwischendurch am Sack kratzen. Nicht in der Spur? Heidi-Tai, ich musste mich nur mal am Sack kratzen, wenn es da juckt. Echt jetzt? Und wehe, irgendeiner der Schüler hat davon ein Selfie gemacht, so wie er quasi... Wie er quasi auf dem Selfie gerade in die Kamera grinst und im Hintergrund kratzt sich der Fahrer des Busses, des Schulbusses gerade am Sack. Mhm, ist klar. Ehrlich jetzt, also wenn ich mal kurz die Hand vom Joypad nehme, um mich irgendwo zu kratzen, also muss jetzt nicht am Sack sein, kann auch woanders sein, zum Beispiel, weiß nicht, am Po oder so. Oder dazwischen. Gut, wobei, wenn ich dazwischen kratzen würde, dann würde ich die Hand nicht mehr zurück an den Controller bewegen, sondern würde kurz mal eine Aufnahmepause einlegen und mir die Hände waschen. Schließlich wäscht man sich... Alter! Schließlich wäscht man sich hin und wieder die Hände und eben ging der Bus total durch. Ja, ja, beunruhigte Passagiere, ihr könnt mich mal... Da unten seht ihr noch alle total lustig aus. Vor allen Dingen, alle wollen aussteigen. Alter, sag mal, was ist denn das hier bitte für eine Route? Da muss ich voll aufpassen. Jetzt können wir Gas geben. So, ich bin eben nämlich den Berg die ganze Zeit nur gerollt und habe kaum Gas gegeben. Und da kam dann halt die Bremsung eben so spontan, weil ich merkte, scheiße, ich bin zu schnell. Ich komme zu schnell wäre im Flatrate-Puff. Aber ich fahre zu schnell den Abhang runter. Das wollte ich sagen. Das ist quasi, als würdet ihr euch einen Schlitten schnappen und dann einen verschneiten Berg runterrauschen und vergessen haben, eine Bremse einzubauen. Wo sind wir hier eigentlich zur... Wo zur Hölle sind wir hier? Und wir sind immer noch zu früh? Bitte was? So macht das ein richtiger Busfahrer. Einfach mal ganz dreist sich davor setzen. Schließlich fahre ich hier ein paar Kinder durch die Gegend. Was? Warum? Warum habe ich da dafür eben jetzt... Echt jetzt? Warum habe ich dafür eben eine Strafe gekriegt? Was soll denn das? Vor allen Dingen fahre ich hier jetzt schon seit... Seit wie lange fahre ich hier eigentlich durch die Gegend? Und warum ist das so elendig weit weg? Und sollen die Pfeile bedeuten, dass ich noch zurück muss oder fahre ich im Kreis? Da, jetzt bin ich schon 2 Sekunden zu spät. Und es ruckelt schon wieder so ein bisschen. So, die rote Ampel haben wir sowieso schon überfahren. Das heißt, da können wir auch einfach weiterfahren. Haben wir nicht so viel Verspätung. Autsch! Autsch! Autsch, 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 autsch. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Was? Wo ist denn die Haltestelle jetzt? Auf der anderen Straßenseite? Bitte was? Ach nein, das da soll die Schule sein, oder was? So.
Da kommen wir nicht durch. Na toll, dann müssen wir da hinten rum. Echt jetzt? Wer hat denn diese Straße designt? Guter Blinkereinsatz. Ja, weiß ich doch. Ich bin auch ein guter Blinker. Ja. Blinzel, blinzel. Boah, die war ja echt kilometerweit weg, diese Schule. Ja, klar, dass die Fahrgäste da schon so ein bisschen, ja. Beförderte Fahrgäste 18. Die waren aber alle noch nicht über 18. Bonus Pünktlichkeit 39%. Yay, endlich mal wieder zweistellige Pünktlichkeitspunkte. Bonusfahren 30. Strafefahren 13. Na gut, da hätten wir noch ein paar mehr Unfälle bauen können. DBM zockt. Nein, böse. Kleines B. So. Ja, gut, das war das. Da rieselten noch ein paar Blätter im Hintergrund. Und, nächster. Mittlerweile dauern die Missionen wirklich schon, also nicht mehr zu Anfang, dass das so schnell geht. Folgendes. Diese Mission mache ich jetzt noch und danach mache ich eine Aufnahmepause, weil ich dann schon über, ja, jetzt habe ich schon über 2 Stunden aufgenommen. Vom Süden nach Norden. Diese Route ist wie eine Expedition zum Nordpol. Sie ist lang, führt Richtung Norden und erfordert einiges an fahrerischem Können. Holen Sie Touristen am Airport ab und bringen Sie sie in Ihre Hotels. Die Haltestellen befinden sich vor dem Vista Glacier Resort Hotel und dem Sunshine Hotel. Alter, guckt euch mal die Strecke da unten an. Und auch noch diese Bergstrecke. Och nö. Na gut, das machen wir noch und danach gibt's eine Aufnahmepause, die ich mir dann auch verdient habe. Dann gehe ich ins Heierbettchen. Ist ja schließlich schon 4 Uhr morgens. Vielleicht spiele ich aber auch noch irgendwas. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Oder ich gucke einfach ein paar Videos bei YouTube. Yay. Ja, auch ich gucke Videos. Unter anderem von und gucke ich auch Videos und besonders möchte ich euch ans Herz legen. Nein, also die Leute, die ich gucke, die sind in der Abo-Box. Abo-Box? Nennt man das noch so? Die sind auf jeden Fall in dieser komischen Box da irgendwo auf dem Kanal verlinkt. Besonders bei Janka solltet ihr mal vorbeischauen. Die ist ganz lustig. So. Rimjob International Airport. Nee, wirklich, die kann ich euch empfehlen, weil die hat eine niedliche Stimme und also ich höre ihr ganz gerne zu, weil sie ist jetzt auch nicht gerade so drauf, weil es gibt ja immer so Leute, so, na, mir ist das peinlich, na, ich sag lieber nichts, na, mir ist das peinlich, na, ich gebe lieber nicht zu, dass ich hier keine Ahnung habe. Aber die haut das raus. Die sagt, na, ich habe keine Ahnung oder, na, brain AFK. Ja, also gut, die ist jetzt nicht ganz so assi-mäßig drauf, wie ich das jetzt hier vormache. Aber, jo, das war doch mal eine Power-Kurve sozusagen. Ha! Nee, die gucke ich ganz gerne. Unter anderem hat sie gerade irgendwie Fez gespielt. Das Spiel habe ich tatsächlich selber mir geholt deswegen. Weil sie es gespielt hat. Ja, ja, Let's Plays können einen dazu bringen, Spiele zu holen. Ach, haltet doch die Klappe, liebe Fahrgäste. 26 im Bus. Ich habe mich gerade gefragt, ob tatsächlich die Steigen-Aus-Zahl hochgeht, wenn ich quasi rabiat fahre. Weil ich habe da nicht drauf geachtet, ob das tatsächlich Auswirkungen hat. Ich weiß nicht, ob da tatsächlich 10 Leute schon aussteigen wollten, bevor ich diese harte Bremsung da eben gemacht habe. Und ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir uns verfahren. Ach, ich wollte doch auf der Außenspur bleiben. Wobei ich nicht glaube, dass hier die Spuren tatsächlich, wenn das hier mit Schnee ist, dass das zählt, auf welcher Spur ich fahre. Weil ich habe da noch keine Bonuspunkte gekriegt, wenn ich die Spuren wechsle mit Blinker. Weil hier kriege ich ja, wenn ich einen Blinker benutze und die Spur wechsle, kriege ich ja Bonuspunkte. Das Einzige, was hier so... Seht ihr das da gerade rechts, dass die Linien komische verschwinden, wenn sie aus dem Bild geraten? Nee, jetzt nicht. Aber eben die ganze Zeit. Eine Meile Verkehrsregeln beachtet. Oh, plus 40 Punkte. Und gleich werden die Punkte wieder abgezogen. Ja. Nicht in der Spur geblieben. Blinker benutzen. Minus 10. Ja. Hier wieder die typischen Half-Life-Rohre. Ja. Im Sinne von, hey, bei Half-Life damals,
Da gab es Ragdoll und so, hey, da habe ich voll das Rohr gekriegt, als ich das gesehen habe. Voll sind das Nerdrohr, hey. Hier ist schon die erste Haltestelle. Das heißt, quasi die Hälfte des Parcours haben wir schon hinter uns. Naja, eher nicht. Jetzt kommt nämlich die längste Stelle. So. Also im Endeffekt wirken die Bäume gar nicht so wie Pappe. Weil es gibt ja so Spiele, da sieht man den Bäumen richtig an, dass sie aus Pappe sind. Aber hier geht das eigentlich. Hier, Vista Glacier Resort Hotel. Ja, gut. Da nehmen wir nun 4 Leute mit. Tür zu und weiter geht's. 9 Minuten. Alter. Ja, freut euch schon mal auf weitere 9 Minuten, die wir hier über eine Autobahn fahren. Komm schon, lass mich. Geht doch. Ja gut, dann 9 Minuten, beziehungsweise 8,45 jetzt noch. Und der Bus verhält sich bergauf so ein bisschen wie ein LKW. Er wird immer langsamer und langsamer. Man sieht den Vordermann immer weiter wegfahren. Ich weiß gar nicht, ob man da auch bei dem Spiel manuelle Schaltung einstellen kann. Aber scheinbar hat der Hintermann... ich kann jetzt gerade nicht sehen, was vor dem Bus ist. Ich will da niemanden rammen. Wo ist denn der? Da ist er. Oh, da unten ist gerade irgendwas aufgetaucht. So, da hinten ist eine Baustelle. Also so wird das nie was, wenn ich es weiter so schleiche.